Moin Leute, die Höherlegung ist jetzt verbaut. Das Video wird aber allerdings etwas anders wie am Anfang geplant. Ich wollte so die einzelnen Schritte und so weiter, wollte ich alles mitfilmen. Dazu muss ich sagen, ich habe bei dem Video so viel geflucht, weil es halt nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Es hat aber im Endeffekt doch alles funktioniert. War ein bisschen Käse am Anfang, aber jetzt weiß ich, worauf man achten muss beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Video gefällt euch und dann sehen wir uns demnächst, denke ich mal, mit dem Gepäckträger, der jetzt als nächstes drauf montiert wird, beziehungsweise erstmal lackiert, dann montiert wird und ja, dann geht es los mit dem Zwischenrahmen und mit dem Koffer. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und in diesem Sinne, bis bald. Das Wetter nutzen. Für Wasserspiele. Ja, wir haben gerade gefühlte 40 Grad oder so draußen. Ja. Und deswegen haben wir den Dachgepäckträger erstmal liegen lassen. Wir werden gleich den Rahmen und auch die ganzen Nebenaggregate hier wie was weiß ich, Verteilergetriebe und so weiter. Also wir machen jetzt sauber. Wir Ja, machen jetzt sauber richtig. und dann werden so ein paar kleine Stellen noch ausgebessert und wieder gefettet. Ja. Und das ist so das Beste, was man ja dem Wetter machen kann. Der So. ist nämlich schon nass, aber es war noch kein Wasser Nee. an. So sieht es jetzt noch aus. Wichtig ist, dass du gleich mit dabei ist. Jetzt quatscht du mir schön ins Bild, das ist super. Da machst du nachher Musik drüber, bitte. Ich wollte einmal auf die Stellen, weißt du? Was ein geiles Wetter, aber nicht zum Arbeiten. Ich werde mir gleich ein alkoholfreies Radler holen, schön aus dem Kühlschrank und dabei zusehen, wie Patricia hier am Arbeiten ist.
So, und genau diese Stellen wollen wir ausbessern. Hier war der Koffer von der Feuerwehr gelagert. Da kommt Chassisfarbe drauf. Und anschließend wird der ganze Rahmen nochmal gewachst. Aber jetzt lassen wir den erstmal trocknen. Moin Leute, ich bin's mal wieder. Es ist Sonntag, ich glaube halb sieben. Ich konnte mal wieder nicht schlafen. Ich weiß, so ist schon mal ein Video angefangen. Ich habe mir für heute was vorgenommen. Und zwar gehe ich ganz stark davon aus, dass der LKW heute Abend ein bisschen höher ist. Dann kann ich nicht mehr so bequem davor stehen, sondern dann bin ich irgendwie so um die 8 bis 10 cm höher. Ja, der Tag ist gekommen, die Höherlegung kommt rein. Ich koche mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann geht's weiter. Ja, bevor ich mit der Praxis anfange, gibt es ein bisschen Theorie. Und zwar die Frage aller Fragen ist überhaupt, warum wir höher legen. Kommt mal mit. Und zwar geht es darum, wir möchten diesen Abstand hier von der Fahrerkabine bis zum Reifen leicht vergrößern. Wie ihr wisst, wir haben ja 14R20 drauf und da müssen wir leicht das Fahrerhaus quasi von der Achse abheben, damit wir einfach die Freigängigkeit auch im Gelände beim Verschränken etc. Gewährleistet haben. Das war die erste Frage. Zweite Frage bezüglich der Dämpfer. Wir fangen mal bei der Hinterachse an und gucken uns da die Dämpfer von der Hinterachse an. Es gibt gar keine. Das heißt, da müssen wir weder längere Dämpfer noch irgendwelche Aufnahmen verändern, gar nichts. Hier gibt es an der Hinterachse keine Dämpfer. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Wir haben ziemlich massive Blattfederpakete und die haben auch eine dämpfende Wirkung. Das muss man sich so vorstellen. Wenn das Rad einfedert, wird die Feder natürlich in der Mitte hochgedrückt. Und die einzelnen Lagen, die scheuern aufeinander, sage ich mal. So, und durch diese Reibung entsteht auch bei den Blattfederpaketen auch eine dämpfende Wirkung. Dadurch, dass die Pakete so dick sind und mehrlagig sind, haben wir an der Hinterachse überhaupt keine Stoßdämpfer. Das Einzige, was wir hier verändern werden, eventuell müssen, ist die Aufnahme von dem Stabilisator. Und den lastabhängigen Bremskraftregler oder Bremskraftverteiler. Entweder muss das Gestänge um 10 cm verlängert werden oder das Ganze muss 10 cm abgesenkt werden. Wie ich das löse, weiß ich noch nicht. Da sehen wir dann. Die Schläuche müssen eigentlich alle lang genug sein. Und insofern fange ich gleich mit der Hinterachse an. Ich habe hier auch schon das vorbereitet, was da gleich reinkommt. Da sind einmal die längeren Riemen und halt die Distanzplätze. Ich lasse die Kamera gleich hier auf dem Stativ mitlaufen. Dann könnt ihr sehen, wie ich mir bei gefühlten 30 Grad jetzt schon gleich einen abquälen werde. Und jetzt gucken wir uns das eben an der Vorderachse an. Da ist die Aufnahme für den Stoßdämpfer, für den vorderen Stoßdämpfer. Die Dämpfer an sich kommen neu. Wie man sieht, ist hier die Aufnahme vom Stoßdämpfer am Blattfederpaket. Das heißt, ich kann hier höher legen, wie ich möchte.
der Abstand zwischen beiden Aufnahmen für den Stoßdämpfer an sich bleibt gleich. Insofern müssen wir hier auch nicht tätig werden, was ich eigentlich vorteilhaft finde. Die Dämpfer, die machen wir neu, aber es passen Dämpfer in Originallänge und ja, somit ist alles gut. Ja, viele machen einen Fehler und nehmen alle vier Briden los. Das heißt, die Achse wird nicht mehr geführt. Dann nehmen die eine Seite an, die Achse verdreht sich und dann hat man ein leichtes Problem, weil man muss sie ja wieder in die Position zurückdrehen, dass sie quasi parallel zu dem Federpaket steht. Um dem zu vermeiden, werde ich das eine anders machen. Ich werde gleich als erstes werde ich hier die Briden losschrauben, längere Briden schon mal draufstecken, auch unten mit der Platte arretieren. Da unten sieht man das. Warte mal. Da arretieren und erst dann pumpe ich den Rahmen hoch und schiebe dann die Klötze drunter. Weil wenn die Briden schon mal drauf sind, dann kann mir die Achse nicht abhauen. Die ist schön viereckig, das heißt, sie kann sich auch nicht verdrehen dann. Somit sollte das recht unproblematisch vonstatten gehen. Leute, 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 ein mega dickes Problem. Und zwar, ich habe jetzt fast 2 Stunden gebraucht, um die erste Bride rauszukriegen. Das Problem lag daran, dass die in diesem Bereich dermaßen festgerostet sind mit der Brücke unten. Das war wie verschweißt. Ich habe jetzt die erste raus, jetzt fange ich mit der hinteren an. Vorher mache ich vorne schon mal eine längere drin, längere Federbride, damit meine Achse da bleibt, wo die ist. Die ist jetzt schon zwar leicht verschoben, ich kann die nach hinten ziehen, aber erst muss ich die Bohrung sauber machen, damit ich die längere Bride reinkriege. Und dann exakt dasselbe Problem wie auf bei der vorderen Bride. Die ist unten in der Brücke dermaßen festgerostet. Ich denke mal, da werde ich gleich mal ein bisschen Gewalt einwenden. Und genau in diesen Bohrungen waren die Briden dermaßen festgerostet. Das hat richtig Zeit gekostet. Ich mache die jetzt sauber. Da kommt Fett rein. Dann hoffentlich beim nächsten Mal sollte ich dabei gehen, geht das ein bisschen zügiger. Aber wie man sieht, der erste Klotz ist drin. Ich muss aber gleich ein bisschen tricksen, weil mir noch ein paar Zentimeter fehlen. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Heber. Und dann sehen wir gleich weiter. So, Hinterachse ist fertig.
beide Seiten. Ich habe auch das Gestänge hier verlängert, wieder auf dieselbe Position gebracht, wie es vorher war. Weiter geht's mit der Vorderachse.